Ungünstige Lichtverhältnisse, rauschender Ton, schlechter Internetempfang. Bei Online-Bewerbungsgesprächen kann einiges schiefgehen. Hier sind unsere Tipps, wie du trotz technischem Setup dein Bewerbungsgespräch erfolgreich meisterst. Damit weder der Ton noch das Bild aussetzt, solltest du vor dem Gespräch deine Internetverbindung prüfen. Um eine bestmögliche Verbindung zu garantieren, würden wir dir auch empfehlen, ein LAN-Kabel an dein Endgerät anzuschließen, falls das für dich möglich ist. Falls das nicht geht, setz dich einfach in die Nähe deines Routers, um den bestmöglichen Empfang zu garantieren. Wir empfehlen dir auch, vorher einen Speedtest deiner Internetverbindung durchzuführen. In der Regel finden unsere Vorstellungsgespräche über Microsoft Teams statt. Damit alles flüssig läuft, empfiehlt Microsoft Teams mindestens 1,5 Mbit Down und 1,5 Mbit Upload. Überprüfe vorher die Einstellungen des Endgeräts, mit dem du am Interview teilnehmen möchtest, und kläre ab, ob dein Mikrofon und deine Kamera gut funktionieren. Du kannst natürlich auch Kopfhörer nutzen, um deine Sprachqualität zu verbessern. Und du kannst eine externe Webcam anschließen, um eine bessere Videoqualität zu ermöglichen. Setze dich außerdem in einen hellen und ruhigen Raum und schalte dein Licht an, wenn notwendig. Es ist einfach schöner, wenn man sich während des Gesprächs auch sehen kann. Achte hierbei darauf, dass du möglichst keine Lichtquelle hinter dir hast, sonst wird der Hintergrund zu hell und dein Gesicht zu dunkel. Ein Platz am Fenster mit Blick nach draußen wäre der optimale Ort für dein Online-Bewerbungsgespräch. Achte auch auf deinen Hintergrund. Er sollte nicht von dir und dem, was du zu sagen hast, ablenken. Ordnung im Hintergrund schaffst du beispielsweise ganz leicht, indem du einen Microsoft Teams-Hintergrund während des Interviews verwendest. Jetzt weißt du, wie du dich technisch bestens auf dein Online-Bewerbungsgespräch vorbereiten kannst. Für weitere Tipps schau dir auch unsere anderen Videos zum Thema Online-Bewerbungsgespräch an.